Die Republik Österreich hat heute etwas erlebt, was in ihrer Geschichte der Zweiten Republik noch nie stattgefunden hat. SPÖ und FPÖ haben gemeinsam mit der Liste Jetzt in einer Sondersitzung des Nationalrats den Bundeskanzler gestürzt, aber auch die gesamte Bundesregierung dazu. Damit wurde ganz bewusst das Parteiinteresse vor das Staatsinteresse gestellt. Als Landeshauptmann kann man dazu nur sagen, im höchsten Maße unverantwortlich. Da wird ein gewisser Schaden angerichtet, es wird Instabilität in Kauf genommen. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, für eine gewisse Stabilität in Vorarlberg zu sorgen. Nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern schauen, dass wir mit der nächsten Übergangsregierung auch gut miteinander arbeiten können. Ein Vorteil für das Bundesland ist das keiner. Ich erwarte eine gewisse Instabilität, einen gewissen Stillstand auf Bundesebene, gewisse Projekte, die in die Warteschleife geraten können. Alles miteinander nicht gut für Österreich, auch nicht gut für das Land.